Leute, nein. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, in der letzten Folge haben wir die Köche abgehangen. Und jetzt sind wir in einem neuen Abschnitt. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ah. Ja, ich sollte nicht reden und laufen, ne? Reden. Don't read and lauf. So. Bin mir auf jeden Fall noch nicht sicher, ob wir schon auf dem richtigen Schiff sind oder ob das noch irgendwie so ein Zwischending ist. Weil wenn das Schiff ist, dann ist es sehr riesig. Da oben sieht man mal das Tageslicht. In dem Hintergrund hört man sowas wie Möwen, oder? Oder was soll es sein? Das ist ein Quietschgeräusch. Guck, da wird eine Kette eingeholt. Irgendwas. Was passiert hier? Warum wird die Kette eingeholt, ne? Ach ja, wir sind auf einem Schiff. Oder? Oder eine schwimmende Stadt? Das ist ein Schiff, aber die gehen vom Schiff auf unser Schiff. Also es ist wahrscheinlich doch ein Schiff. Naja, uninteressant. Wir gucken uns das jetzt von oben an. Oh ja, ganz schön viele. Jo. Was ist das? Das ist ein Schiff. Dann ist das riesengroß, wo wir gerade drin sind. Oder drin waren. Schwimmende Stadt. Gehen die Leute hier hin? Also warum kommen die hier hin? Ist der Rest der Welt schon zerstört worden von dem Sendeturm? Spoiler. Von Little Nightmares 2. So. Das Brett mal weg. Ja. Schön, 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 schön. Alter, nicht wieder runterfallen. Nur gucken, was da ist. Ja, es gibt auch Frauen anscheinend. Unter denen. Tragen die jetzt auch alle Masken? Sieht so aus, ne? Ah, hier sieht man sie nochmal besser. Ja, der trägt eine Maske. Hier ist wieder das, wie soll ich sagen, chinesische Touch, also die Dächer und so und die Deko sieht sehr chinesisch aus. Vor allem die Frau da hinten, ne? Eine schmale Frau, passend zum schmalen Mann. Denn alle anderen sind ja dick. Ah ja, hier wird gegessen. Die Leute ernähren sich anscheinend von Kindern und Fisch. Kinder werden irgendwie zu Fleisch verarbeitet oder so. Ja, Würstchen und so. Und sonst gibt es halt Fisch. Lecker.
Lecker, 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 lecker. Aber gut, solange die essen, sind sie abgelenkt. Ja. Das ist ganz normale Reaktion. Wenn jemand den Raum betritt, sofort den Tisch umwerfen und gegen die Wand schmatzen. Ganz normal. Ganz normal. Okay, anscheinend muss ich da durchlaufen. Ha. Jetzt wirf den Tisch. Du fettes, was auch immer. Also, es gibt dicke Menschen und es gibt sowas. Das ist übertrieben jetzt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Helft mir. Er will mich essen. Ach, ich weiß schon, was ich tun muss. Mann, muss ich jetzt über die drüber oder was? Nein, 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 nein. Omi, tut mir leid. Achso, ich muss nicht über sie laufen, ja. Oh, sie will mich. Guck mal. Sie hat Appetit auf mich. Das Dreifachkinn wackelt. So. Ah, jetzt zum Würstchen. Kann ich am Würstchen hoch? Nee, ist nur eine Schwingwurst. Eine Schwingwurst. Keine Schwimmwurst. Kennt man ja auch. Ah. Ja, was bringt's mir, ne? Wichtel. Hätte ich fast übersehen. Komm. Kleiner Wichtelmann. Kommen Sie ran, Wichtelmann. Machen wir erstmal Feuer, komm. So. Wichtel. Da liegt eine Socke. So, Herr Wichtel. Sie sind jetzt mein Ablenkungsmanöver. Kommen Sie mit. Die fressen wie die Schweine. Wie die Schweine fressen die. Also ich muss wahrscheinlich da hoch. Und dann über den Tisch laufen, oder? Aber was gibt's hinter dem Tisch? Nein. Leute. Nein, nein, nein. Boah. Nein. Nein. Fast. Beinahe. Also ich hoffe, der Wichtel ist gespeichert. Es wäre ärgerlich, den jedes Mal zu holen zu müssen. Ja, der ist gespeichert. Gut. Dann versuchen wir das gleich nochmal. Ich weiß, ihr wollt mich. Ich weiß es, ich weiß es. Nein, hat der mich. Mann, beim ersten Mal ging es so gut. Gefallen, toll. Ja, ja, steht nur nicht auf von euren Fressplätzen. Nein, nein. 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 Ach, Leute. Leute, 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 Leute. Alle guten Dinge sind drei. Ach, ich muss nochmal zurück, Leute. Achtung. Okay. So, versuchen wir es nochmal. Hier gehen wir hinten lang, genau. So. Einmal hier hoch. Die Kerze brennt noch, finde ich gut.
So. Und jetzt da drüben. An der Deko nach oben. Six. Ah ja. Seitlich klettern. Sehr gut, sehr gut. Da warten wir jetzt am besten ein bisschen. Six, wo willst du hin? Six, komm. Da warten wir jetzt ein bisschen, bis der am nächsten ist, der was auch immer das ist. Tisch. Servierwagen. Was soll sein? Irgendeine Plattform halt. Ist ja egal. Hier geht's dann. Aha. Aha, aha, aha. Muss ich hier rein? Echt? Alter, nein. Ich will ja gar nicht. Was scheint zu stimmen? Boah. Knappe Sache. Claire? Oben lang oder unten durch? Anscheinend. Oh je, oh je, oh je, oh je. Moby Dick. Oh Gott. Kann ich auf den drauf? Ja. Ah, oh, ja, ja, ja. Sehr gut. Ah! Er ist ganz schön schnell. Ich meine natürlich männlich. Nein. So, wir versuchen das gleich nochmal. Jetzt achtet mal drauf, wenn der gegen den Tresen knallt, wie es den verzieht körperlich. Jetzt sieht man richtig die Druckwelle vom Kopf nach hinten durchgehen. Wunderbar. So. Komm. So. Jetzt. Ah. Man kann einfach durchgehen. Okay. Ah, da kommt einer. Da kommt ein Koch, da kommt ein Koch, da kommt ein Koch. Ich kann mich nicht verstecken. Nein, ich will die Statue da hinten kaputt machen. Koch. Blöder Koch. Robert Koch. Jo. Ah, verdammt. Wie, wo? Kann ich mich verstecken irgendwie? Komm da unten. Da. Da. Der Robert Koch. Ja, gehen Sie wieder. Nein, die Tür ist zu. Aber da war eine Statue, die... ja, ich muss da bestimmt nochmal hin. Ja. Wie komme ich hier raus? Der Spiegel. Ich sehe schon wieder nicht, Leute. Ach, ach doch, doch, ich sehe es. Man muss bestimmt den Spiegel irgendwie einwerfen, komm. Ja. Okay. Da hat jemand anscheinend Spaß dran, anderen Leuten beim Kacken zuzugucken. Durch den Spiegel. Strange. Ah ja, gut, gut, gut. Da komme ich durch, oder? Ja, bin ja nicht so dick. Sehr gut.
jetzt zurück und dann kriege ich auch die Statue. Wenn ich es richtig anstelle. Oder ich sterbe einfach. Das geht auch. Diese Statue da oben, die will ich haben. Oh, aber zuerst muss ich vor dem Koch flüchten. Am besten, was macht der denn hier eigentlich? Muss auf Toilette, wa? Hier ist keiner, ja, geh wieder. So, denn des Rätsels Lösung ist, man muss hier den Spiegel kaputt machen. Und da sieht man schon, der irgendjemand genießt es hier, den Leuten mit Kacken zuzugucken. Durch den doppelten Spiegel da, also wie nennt man denn das? Nicht doppelter Spiegel ist Blödsinn. Ihr wisst, was ich meine, ein Spiegel, wo man halt durchgucken kann. Verspiegeltes Glas oder so, ne? Auf jeden Fall kommen wir hier zurück, wahrscheinlich zu der Statue. Alter, ich hasse diese Balancierdinger. Ich hasse es, ich hasse es. So, runter. Statue. Haha. Und jetzt können wir eigentlich nur noch in den Lift, oder? Einmal in den Aufzug. Es leidet. Jo. Ach, da kann man wieder Feuer machen. Komm. Kann man da nicht weiter hoch? Das ist wieder ein so ein Gang, wo man sich denkt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Genau, wo man sich denkt, mal passiert nichts, aber dann kommt es plötzlich ganz bunt. Also müssen wir jetzt laufen. Laufen, laufen, laufen. Die sind hässlich. Lauf, Six. Lauf. Alter, Menschenlawine. Ah, Kurve. Leute. Ah. Nein. 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 Leute, nein. Ja. Ja. Das Spiel ist gnädig mit mir. Ich habe den Sprung nämlich nicht geschafft. Das habe ich selbst gesehen. Aber Dankeschön, Spiel. Danke, danke, danke. Ach, da kann ich ein Feuer machen. Oh. Das mitnehmen? Ja, nice. Das kann man mitnehmen. Ach so. Ich dachte, das muss ich jetzt anzünden oder so. Warum ist doch bestimmt so gedacht, oder? Echt? Hallo? Hallo? Ach. Okay. Ah, und der Hunger kommt wieder, der Hunger. Ich bin gespannt, was ihr als nächstes vernascht. Vielleicht eine Pizza. Oder eine Kakerlake oder sowas Ekliges, ne? Ach, warte mal kurz. Im Hintergrund sieht man, das ist die schwimmende Stadt wahrscheinlich. Da auf dem Wanddings.
Tja. Auch eine Wurst. Heute gibt's Würstchen. So, danke, lieber Wichtel. Freut mich. Komm, nimm die Wurst. Six. Six. Jo. Ich bin sprachlos. Warum? Warum nicht die Wurst? Also dieser Hunger hat nichts mit echtem Hunger zu tun. Ich merke schon, das ist echt so ein Überbleibsel aus dem Sendemast, Sendeturm. Krass. Der arme Wichtel vor allem. Ach, da ist die Frau. Die Frau, die wir schon mal gesehen haben. Ah, hier ist noch so eine Statue. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei mit den ganzen Statuensachen. Aber was sich hinter dieser Tür verbirgt, das sehen wir im nächsten Teil. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.